So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Gran Turismo 2 auf der PlayStation 1. Wie ihr hören könnt, habe ich den Ton diesmal ausgeschaltet, damit keine Spinnereien mehr vorkommen. Und da wir sowieso nichts mehr groß machen können, machen wir jetzt die Lizenzen mal. Und da haben wir 10 Prüfungen statt 8 wie im Vorgänger. Anfahren und halten 1, 2, 3. Kreiskurven 1 und 2. Kurvengrundlagen 1, 2, 3, 4 und 5. Fangen wir mal mit der 1 an. Es ist verdammt heiß da draußen. Beschleunigen Sie aus dem Stillstand und stoppen Sie den Wagen sofort im Bereich nach der 1000-Meter-Linie. Sie sollten zuerst Vollgas geben und dann eine Vollbremsung durchführen. Tipp: Die Entfernungsschilder helfen Ihnen, den Bremspunkt zu finden. Ja, also versuchen wir es doch mal. Mit einem Toyota Yaris. Oh, naja, das geht auf jeden Fall besser. Das geht besser. Aber das ist das Gute daran, an diesem Spiel. Ist das Ganze erstmal geladen, geht's ganz schnell. Dann kann ich versuchen, wie ich will. Ja, 140 habe ich erreicht. Jetzt muss ich ein bisschen früher bremsen. Ah, fast. Da haben 200 gefehlt. Aber das kriege ich auch noch hin. Das klappt schon noch. Also 500, 600, 700, 800. Ah, 4000stel schneller. Ah, komm schon. Den ganzen Schrott wieder machen. So, aber das muss jetzt reichen. Das reicht auch gut. Sehr schön. Dieser Test ähnelt dem vorigen, doch die Geschwindigkeit ist höher und Sie müssen früher bremsen. Wenn Sie zu früh bremsen, stoppt der Wagen vor dem Zielbereich. Wenn Sie zu spät bremsen, schießen Sie über den Zielbereich hinaus.
Ach echt? Dankeschön, darauf wäre ich ja nie gekommen. Wow. Nein, was für eine Erkenntnis. So, mal schauen, da bremse ich jetzt mal nach 900 Metern. Das war ja richtig langsam. Warum war das so langsam? Also viel später hätte ich nicht bremsen, also viel früher hätte ich nicht bremsen können. Und trotzdem war es viel zu langsam. Lustig. Kann ich schon vergessen, da habe ich viel zu früh geschaltet. Mag es beim Turbo überhaupt nicht leiden. Also ein bisschen nach 900 Metern. Ja, toll, jetzt hat er gar nicht begrenzt. Was soll der Scheiß? Muss ich nicht verstehen. Es war zwar schneller, aber es war trotzdem noch viel zu langsam. Okay, es ist komisch. Diese Prüfungen sind immer so schwer, weil sie so einfach sind. Das hört sich zwar paradox an, aber ist so. Weil sie so einfach sind, sind die Zeiten ja so hoch angesetzt. Beziehungsweise es gibt kaum Raum für Verbesserungen. Also machbar verstehe ich es echt nicht. Ich habe da wirklich nicht viel anders gemacht. Ich habe wirklich voll gebremst. Ja, weil ich eben diesen Goldstandard will. Deshalb dauert das so lange. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was mache ich da eigentlich jetzt bloß anders? Als ob der gar nicht mehr richtig bremst, als ob ich irgendwie zu wenig Bremsdruck hätte. Verstehe ich absolut nicht. Es ist so, als ob ich noch irgendwie weiter Gas gebe, also ich verstehe es nicht. Was passiert hier genau? Bremst überhaupt nicht das Fahrzeug? Aus welchem Grund auch immer, dabei mache ich nichts anderes als vorher auch. Thank you.
Nee, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Schon wieder! Ich bremse so früh! Ich bremse so verdammt früh und trotzdem bremst er überhaupt nicht. Ich habe früher schon noch später gebremst und da hat es ganz gut geklappt. Warum klappt es jetzt nicht mehr? Nee, 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 ich verstehe es nicht. Nee. Was ist falsch hier? Irgendwas läuft hier ganz falsch. Schau mal die Vorführung an. Mal schauen, was der anders macht. Nein, ich verstehe es echt nicht. Der bremst viel besser, schaut euch das an. Jetzt bremst du wieder viel zu gut. Das ist so unterschiedlich. Könnt kotzen. Ewig gedauert, bis der da. Ich verstehe es nicht. Irgendwas mache ich anders. Jetzt habe ich zu früh gebremst. Toll. Der bremst unterschiedlich, also mit dem Controller bremst er unterschiedlich. Also so langsam macht's.
keinen Spaß. So langsam macht es keinen Spaß mehr, wenn du immer so unterschiedlich bremst. Dann habe ich wirklich keinen Bock mehr darauf. Dann muss ich fast auf das Automatikgetriebe umschalten. Aber es hat jetzt trotzdem noch irgendwie geklappt. Es hat wirklich. Es kann nicht anders sein. Es muss was mit der Drehzahl zu tun haben. So, jetzt kommt der Skyline. Dieser Test entspricht dem vorigen. Sie geben erst Vollgas und machen dann eine Vollbremsung. Da diese Fahrzeuge ein sehr hohes Beschleunigungsvermögen haben, müssen sie früher bremsen. Tipp: Die Entfernungsschilder helfen Ihnen, den Bremspunkt zu finden. Okay. Mann. Bei dem versuch's mal bei 850 Metern. Nee, der hat sehr gute Bremsen, das klappt so nicht. Immer noch zu gut. Bei dem sind es auch nur 900 Meter. Oh, knapp. 26,9. Da geht noch was. Ah, langsamer. Schade. Ah, 6000stel! Das war knapp. Das war überhaupt knapp, dass ich noch in dem Feld bin, aber... Puh.